Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 15. Ja, der Lars ist mit dabei. So. Und der Kai am Dreschen. Hallo. Und wir werden uns jetzt den Euroboss anschauen. So, mal schauen. Kurz Hilfe anschauen, was man alles machen muss. Das Geniale ist, sie haben es jetzt endlich geschafft, dass man Pickup manuell runtergeben muss. Halt, dass der Pickup erst dann runter halt sozusagen aufnimmt, wenn er auch am Boden ist und nicht so einfach unten ist die ganze Zeit oder beim Einschalten runter geht. Bewegt sich auch der Kratzboden dann? Da bin ich gespannt, wenn er nachher aufbaut hat. Nein, Nein, meine nicht. er baut flächig auf. Er baut nicht so richtig die Wand auf, so wie es eigentlich in echt ist. In echt Nein, hast du ja. er baut aber von vorne nach hinten auf, aber nicht so richtig. Ja, Er wenn baut echt vorne baust du keine ja große so Wand eine auf. Wand auf und dann schaltest du den Kratzboden ein und dann veranlasst du es ein bisschen nach hinten. Ja, weiß ich. Das macht er leider nicht. Wie schaut es unten aus? Das schaue ich mir nachher bei der nächsten Spur an, wenn wir wieder runterfahren. Wendekreis. Bin gespannt, auch wie viel wir Geld bekommen für das Stroh. Ab wann er sich rentiert, der Ladewagen. Ich denke mal, es dauert ein Na, bisschen. unten ist keine Strohanimation. Halt, unten ist einfach nur die Animation von den Zinken. Finde ich aber jetzt nicht so extrem schlecht. Nein. Halt, schade, halt. Das passt schon so. Ich Ist habe jetzt nicht sowieso so. eigentlich gar keine Animation erwartet, ehrlich gesagt. Jo. Es sind relativ viele Animationen von alleine auch schon bei der Sämaschine oder sowas, die kreiseln. Ja. Die waren in den Videos noch nicht drin. Das weiß ich gar nicht. Auf das, ich, was die, das kannst du in einem Video nachher schlecht schauen. Das Nee, da habe erkennst du ich genau nachher. drauf geachtet. Auf 0,25 Geschwindigkeit und sowas. Da war nichts drin. Okay. Oh, ich finde das cool mit Pickup senken, heben, senken, heben. Ja. Aber ein bisschen wenig Animation hat er mal von der Plane her. Lars, kannst du eben mit dem Hänger kommen, gleich neben mir die Spur? Ja, Die mach ich. gleitet so hinunter, die bewegt sich, die baut halt von der Animation her ist. Schaut so aus, wie wenn die es rinnen würde. So, halt das Stroh innen. Wenn du jetzt vorbeifährst, dann siehst du, dass das wie wenn er so runterrinnen wird. Ja. So wie wenn es eine Flüssigkeit wäre. Ich muss mehr Wendekreis machen. Aber die Boden, die Streifen finde ich halt, die Fahrstreifen finde ich genial gemacht. Dass die auch so Ja. lange bleiben eigentlich. Und beim Schwader ist auch jedes Rad mit Fahrstreifen ausgestattet. Okay. Ich glaube, beim Kreisel ja nicht, aber beim Schwader auf jeden Fall. Also Aber wenn du bei in der sechs Kreisel. großen Sämaschine, was der ein oder bei den Eingruber mit den Nachfahrwalzen, halt mit den Nachfahrrädern, da ist nicht jedes mit einer. Das habe ich nämlich geschaut. Hast du gar keine. Weil du weißt, wie ich mich meine jetzt. Da gibt es einen so einen Gruber, der hinten so viele Reifen hat. Halt die Ja. Nachfahr sozusagen Verdichtungs Dinger. Ja, da wo der drauf aufliegt. Ja. So. Aber mit drei, da sind wir ganz schön. Ich könnte jetzt eigentlich. Achso, wir haben jetzt einen Schlepper zu wenig. Wieso? Naja, sonst könnte ich ja sehen anfangen schon dabei wieder. Na gut, dafür wäre deine Ladebank Trecker frei. Ja, aber Wo ich der will nicht die Hänger hinter ganze Sache könnte. an- und abkuppeln. Ja. Da bist du ja nicht fertig. Ich finde auch cool, wo es nachher raushaut. Der Ja, da unten drunter, Drescher, ja. ja. Das siehst du auch bei den großen Dreschern. Der macht hinten sozusagen die Klappe, bewegt sogar die Klappe, weil das es nachher nicht durch den Häcksler durchhaut. Weil von den Animationen von denen ist schon genial gemacht. Ja. So, ich bin jetzt so 30% voll. Ich glaube, ich krieg das ganze Feld hinein. Aber der ist bei mir auch animiert da. Also der Boden baut sich da auch von vorne nach hinten auf. Beim Ladewagen. So wie bei dir Okay. sozusagen. Aber halt nicht so wirklich schön. Ja, ich schätze, das wird von, weil es hier ja konstant ist, da ist es ja egal, wo du hingehst sozusagen, weil du kannst ja nicht mit Ja. dem Rohr drüber fahren. Und bei dir ist es ja Auch nachher beim so, beim Häckseln, ja, anderen aber ist beim es. Häckseln ist wahrscheinlich wieder Ich schätze, dass du den komplett gar nicht gerade. reinhäckseln kannst. Mal, da sind aber zwei Fruchtsorten angegeben. Warte mal. Drei angegeben. Gras, Stroh und noch Wo kannst du irgendwas. das nachschauen? Im Stopp. Shop oder was? Nee, jupp. Schau ich kurz hinein einmal. Da ist Gras, Stroh und Häckselgut, ja.
Gras, Heu und Stroh. Nein, Ach unten stimmt, steht, sammelt Heu. Gras, Heu und Stroh ein. Er kann auch Heu, mit Hexelgut, stimmt. nein, er kann auch mit Hexelgut befüllt werden. Ja, dann passt das mit den dreien. Okay. Kann man mittlerweile eigentlich Mist in eine Biogasanlage schmeißen? Glaube ich nicht. Halt, ich habe keine Ahnung ganz genau, aber weiß ich jetzt gar Bei nicht. BGA Extension geht das, ne? Da kannst, da musst du sogar Gülle reinfüllen, weil Gülle, sonst ja. funktioniert es nicht oder so irgendwie. Oder Ja, war es damit nicht so, das dass Substrat flüssig genug bleibt. Was war das? kann auch sein, dass es so war, dass man auch wirklich Mist reinschmeißen konnte und dann wirklich den goldenen Trag wie bei Silage bekommen hat oder Ja, so. so irgendwie was. Ja, du meinst bei der Standardversion oder was? Ja, bei Standard, ja. Das weiß ich gar nicht. Ob man bei der Standard-BGA überhaupt was reinwerfen hat können. Ah ja, und kein Vorgewinde. Jetzt haben wir da urviel Streifen hier draußen. Soll ich mal eben die eins machen? Nein, jetzt nicht mehr. Aber ich finde, bei diesen Feldern lohnt sich das fast gar nicht. Ja, eben, das stimmt schon. Weil man eigentlich Ja, du genug hast ja hier die links, Wege. rechts, ja, Wege hat. Das, wir werden es auch lassen, glaube ich. Außer die Zuseher wollen es jetzt nachher. Wir werden das einfach jetzt mal so in den Raum werfen. Ja. Wollt ihr Vorgewende? Genau. Oder wollt ihr einfach, dass wir das so spielen, wie wir es Weil ich eigentlich finde, finden? hier ist überall genug Das stimmt schon, ja. Auslaufzone. Da würdest du in echt auch kein Vorgewende machen. Nur das Gras würde halt überall hin sein, da. Bin echt. Ja, und mähst du sowieso vorher einmal eigentlich ab. Boah, der beschleunigt so krass. Ab wie viel hast du ihm eingestellt? Auf 15. Kannst doch Inseln machen, wenn du willst. Natürlich, voll. Ja, auf das habe ich jetzt nicht geschaut. Hättest was sagen müssen. Warte, ich komme zu dir rübergefahren. Alles klar. Hol schon den Drescher. Ah, den Drescher, den Hänger. Der ist zu 50% jetzt voll, oder? 48. Dann kannst du ihn direkt danach wegfahren. Ja, mache ich auch gleich. Halt, Lars, wenn du willst, kannst gleich einfach ganz durchfahren, dann brauchst du nachher kein Vorgewinde. Es schaut schon geil aus, wenn du dir die Plane anschaust. Vom Befüllen. Ja, wir sehen die nicht. Ja, leider. Ihr seht das nachher im Video, wenn sich das Ja. Video anschaut. Hast du noch viel drinnen? 0. 98 hast du jetzt, ne? 97. Ja, das ist, glaube ich, genau zwei Drescherfüllungen gehen da, glaube ich, rein. So. Bei dem Fell ist ja nicht so weit zum Fahren. Nö. Aber sogar die Feder ist animiert, wie geil. Von der Bordwand, was die auf der Seite. Ja. Die Animation haben sie diesmal echt Auf die haben sie ordentlich wirklich. reingehauen. Innen an sich gefällt mir von den Trägern hier nicht so extrem. Sie sind nicht schlecht, aber es wäre noch mehr gegangen, halt wenn man Mods kennt. Ja. Achso, jetzt zeige ich kurz meinen Zusehen, weil wir gerade da sind. Ich habe eh gerade ein bisschen Zeit, wie das zum Rausholen geht aus den ja, aus dem Silo wieder. Das geht jetzt auch bei Maussteuerung. Ich glaube, R muss man drücken, oder? Ja, genau, R für Befehlen. Und dann wählt man einfach aus, keine Ahnung. Zum Beispiel Körnermais starten und dann befüllt er da den Hänger mit Körnermais. Perfekt. Das kippt man ihm jetzt gleich wieder rein. Weil sonst haben wir natürlich einen Verlust. Was wir vielleicht gleich einmal wegmachen werden, ist das Hackschnitzel könnte man verkaufen. Brauchst du einen Radler dafür? Bis, ah, scheiße, die haben ja keine. Ich glaube, das hat auch ein Förderband. Nein. Aber dann. Oder wir warten wirklich auf allen Nachfragen, falls wir es brauchen. Ja. Ja, wir werden nicht einen Radler, Aber da brauchen wir theoretisch können denn wir uns für den nur Multi eben einen Frontlader, wollte ich gerade Vorlader sagen. kaufen. Ja, wir brauchen eh für Ballen oder sowas. Ja. Weil ich möchte hier schauen, dass wir relativ schnell einmal auf Tiere gehen. Hatten wir in unserem privaten Spiel schon auch vor, weil Biogasanlage finden wir mittlerweile langweilig. Weil ja, Biogas kommt natürlich auch, aber ich meine, Tiere, die sollen wir so ein bisschen nebenbei. Ich glaube, da mit den Ballen, das ist jetzt ziemlich genial gemacht. Und vom Preis her, ich weiß jetzt nicht, wie viel kosten Ballenpreise. Ich habe ja immer unendlich viel Geld gehabt. 80, glaube ich.
die große 80 Big oder 90. Achso, ja, wir könnten mal. Die eigentlich rumballen machen, dann könnten wir sie ja wickeln. Ja, Silage. Dann braucht man direkt. Nämlich kein Silage. Ja, kannst du theoretisch mit dem Ladewagen fahren und dann. Rundballen 93 und halt eben das Equipment dazu. Sag, jeweils. Wenn du leer bist. Ich bin 40.000 zu wickeln. Entschuldigung, nochmal was? 93.000 für den Dings, was also ist denn für das für eine Halle da? What the hell? Ich glaube, der kann nicht runterfahren zuerst, das hat so ausgeschaut. Da hast du den Kopf an. Halle. Ja. Ja, Entschuldigung, was jetzt? Also, Rundballpresse 93.000 ja. Und halt eben, zum Wickeln halt eben, die Wickelanlage. Die kostet, glaube ich, nur 15 oder sowas, die wird nicht so teuer. Dann lohnt sich das gar nicht, dann kannst du mit Ladewagen zusammenfahren und in. Ja, das ist schon klar, wir können. Aber du brauchst halt dann viel mehr. Vom. Es kann. Ich hätte schon gerne auch das mit den. Ich hätte wirklich das mit der BGA nur, halt mit Ladewagen und so weiter, eher nur mit BGA machen, zuerst einmal am Anfang. Und das andere Zeug, was. Kühe sind, hätte ich eher mal zumindest mit Rundballen oder sowas anfangen. Ja. Oder so nebenbei auch noch, dass man, keine Ahnung. Weil also jeder Bauer hat auch Siloballen. Dass du meistens nicht genug reinbekommst in deine Fahrsilos. Oh, unterschiedlich. Ja, so unser Nachbar verkauft zum Beispiel. Ja, wenn man zu viel Futter hat. Der hat einfach zu viel Fliesen. Und der verkauft Siloballen. Und die sind ja schweineteuer. Du kriegst ja da mördermäßig Geld. Ja. Ich hab gar nicht geglaubt, dass das so viel ist, was man da kriegt für einen. Ja, für das bisschen Aufwand. Ja. Aber was meinst du, was es kostet? Was? Ein Siloballen herzustellen. Nicht sehr viel. Ja. Du hast nämlich im Endeffekt sowieso deinen Dünger, benutzt er nur die Gülle. Und ein bisschen Kalk vielleicht. Brauchst aber nicht viel. Und dieses Kalk ist nicht so teuer. Nee, aber hat er eine eigene Wickelmaschine? Ja. Na gut, dann geht's noch. Halt der. Oder nein, er borgt sich die vom Maschinenring aus, aber die Folie ist ja eigentlich nur das Teure. Das Teuerste bei dem Siloballen sind die Folien. Ja. Ja, Vergleich mit dem Aufwand von Heumachen. Halbes Jahr. Heumachen bist du, glaube ich, 3 Tage dran. Silo kriegst du innerhalb von einem Tag weg. Kommt auch an, wie gut das Wetter ist. Ja, je nachdem, wie schnell du durchkommst, wie das Wetter aussieht, aber in der Regel. Ja, du brauchst halt nicht warten, dass es trocknet. Das genau. Ist das Gute. Ja, schon. Naja, aber nicht wirklich. Weil du schaust eh, dass es ein halbwegs schöner Tag ist. Das Strom muss man dann auch wegnehmen, da herüben, das eine Stück, ja. Weil das kriege ich mit dem Gruber auch nicht weg. Irgendwie. Was, willst du mal dreschen? Mir egal. Ja, du kannst mich erstmal abfahren. Ja, mach im Prinzip die Bahn zu Ende. Halt Silage machen, Gras-Silage machen ist nicht wirklich viel Aufwand. Er braucht 3 Tage für alle Flächen. Und das sind aber 70 Hektar. Ja, das ist ja nicht viel. Naja, für alleine. Ja. Je nachdem. Was hat er für eine Mähkombi? Front und einseitig. Wie viel Meter? Kann ich da auswendig nicht sagen. Oh, Entschuldigung. Halt, das weil kann ich da wirklich, weiß nicht. Ich weiß nicht, tut nachher mit Doppelkreisspader arbeite. Also Mittelspader. Ja, genau. Weil mehr wird sich nicht auszahlen von den Flächen her. Nee, es sind relativ. Die 70 Hektar sind sicher auf. Keine Ahnung, sagen wir so 50 bis 60 Felder aufgeteilt. Ah, die Plane bewegt die sich? Ja. Die Strohplane bewegt sich auch nach hinten. Wie meinst du das jetzt? Oben hat die eine Bewegung drin. Okay. Nein, es sind wirklich von den Animationen her, von den Texturen her, sind wirklich genial gemacht. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie die Parts werden. Ich werde auch einen Part auf meiner alten Einstellungen encoden, nur mal. Weil gerade am besten so den Dreschpart, was ich da jetzt gemacht habe, den letzten. Weil da kriege ich einfach mit, wie viel jetzt auch besser halt, aussieht. Nein, nicht wie es besser aussieht, aber halt mich interessiert da eher, wie viel die Dateien größer werden. Beim neuen Teil oder ob es kleiner sind gegenüber vom. Ach so.
nur so vom Vergleich her, mir ist ja wurscht, wie groß ein Bart wird. Halt, wenn der ja, bei 10 GB wird, wird er 10 GB. Wenn der 5 GB wird, wird er 5 GB. Das ist Kopf wie Katscht, wie man so schön bei uns sagt. Aber, dass die Barts nicht zu groß werden, das ist jetzt ein flacher. Ich kündige ihn gleich mal vorher an. Ja, der Bart ist zu Ende und wir sehen uns morgen wieder beim LS15. Bis dann. Tschüss. Ciao.